Das sind die Halloween Secrets und ich habe wirklich einen Kürbiskopf. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Ja, jetzt ist es noch nichts passiert, aber wenn man jetzt diese Emotionen macht. Oh mein Gott. Leute, was geht? Katja hier bei Spinnenherbst in Games und Leute, herzlich willkommen zu Part 2 von den Halloween Secrets in Tokabuka, die halt man vielleicht nicht unbedingt nachts machen soll. Also wir sind gerade nachts hier in Tokabuka und es ist ein bisschen gruselig, sage ich mal so. Ich zumindest finde die gruselig, aber es kann auch sein, dass ihr so meint, so, nee, das ist so typisch Tokabuka. Das geht nicht gruselig, das geht nicht gruselig, Leute. Und ich starte heute mit einem Secret, was ich glaube, das ist eins von den klassischen Secrets, was man in Tokabuka allgemein haben kann. Also wenn ihr ein Krankenhaus habt, es ist eine einzelne Location, die ihr kaufen müsst, gibt es hier in der ganz unteren Etage, also quasi im Keller, gibt es überall komische Buttons, die überall verteilt sind, die man pressen muss. Man muss die anklicken. Erstens, ich muss die finden. Ich kriege das nie hin, die wirklich gut zu finden. Fünf. Ich habe die alle. Und jetzt haben wir hier so einen Hebel, was sehr wahrscheinlich was aufmacht. Also, falls ihr das noch nicht weißt, falls ihr noch keine Ahnung habt. Es macht was sehr Komisches auf. Und Leute, ich muss erstmal in meiner Halloween-Look da sein heute. Und Leute, es ist einfach so creepy. Also wirklich, das ist literally Halloween. Also, es gibt unterm Krankenhaus im Keller ein Testlabor von einem Crumpet, der gerne Experimente mit Faultieren gemacht hat. Deswegen sind sehr viele Faultiere in Tokabuka, die sind einfach geflohen von dem Typen. Von dem Crumpet. Was auch verständlich ist, das ist verständlich, Leute. Aber jetzt mittlerweile in der ganzen Tokabuka-Welt gibt es überall irgendwelche Faultiere, die einfach wirklich, die kann man sammeln. Ich würde die vielleicht nicht wieder zurück an den Crumpet geben, weil ich habe keine Ahnung, welche Experimente der da gemacht hat oder was auch immer, weil diese ganzen Faultiere, die sehen komplett anders aus. Also die sehen immer anders und ich frage mich die ganze Zeit, was hat er mit denen gemacht? Und wie creepy das ist. Leute, aber erstens, bevor wir jetzt noch in Labor gehen, gibt es hier eine sehr gruselige Stelle. Und zwar kann man hier ein paar Sachen finden in der Wand. Und zwar, natürlich brauchen wir eine Lampe, eine Taschenlampe. Wir brauchen vielleicht nicht eine Dose und vielleicht keine Spinne. Die Spinne, du kannst da gehören, da wo du warst. Vielleicht brauchst du einen Hut, aber brauchen wir nicht unbedingt, weil wir ja eh schon unsere Hörnchen haben, unsere Halloween-Hörnchen. Ich finde, dieser Stein sieht extrem schön aus. Also wirklich, das ist mega. Das kann man sehr gut für zu Hause benutzen, für eine Deko. Und Knochen. Das bräuchten wir nicht unbedingt, Leute. Aber jetzt gehen wir in unser Labor rein und okay. Wusstet ihr, dass man hier irgendwie so richtig zwischen kann, Leute? Also ich wusste es nicht. Das könnte auch zu einem Lifehack und zu einem Secret gehören. Ist es aber nicht. Wir möchten auf jeden Fall reingehen. Und zwar können wir reingehen, indem wir halt hier die ganzen Laser mal ausschalten. Aber wir sind einfach so reingegangen, ohne die Laser auszuschalten. Eigentlich ganz in Ordnung. Ja, Leute. Also hier ist das hier. Das ist was sehr Komisches auf jeden Fall. Wir haben hier ein Testlabor von einem Crumpet, der da ist. Guck mal, der sieht aus wie so ein verrückter Scientist. Was heißt Scientist?
Wissenschaftler. Verrückte Wissenschaftler, Leute. Und zwar, was auch richtig cool ist, was mir wirklich gefällt hier. Und zwar ist dieser Stuhl, was ist das denn? Ich kann mich extrem hoch machen. Und wenn ich hier weiterklicke, dann sieht man, dass die Wissenschaftler, Wissenschaftler nach Faultieren gesucht hat. Also, wie die Sloths so aussehen. Und diese Bilder sind einfach so komisch. Wirklich. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Dann gibt es hier noch einen Call mit drei verschiedenen, wie heißen die nochmal? Crumpets. Und zwar ein Crumpet in dem Stadion. Und zwar ein Crumpet in der... Sind das beide im Bauernhof? Sind die beide im Bauernhof? Oder ist das dritte auf jeden Fall? Keine Ahnung, wo das ist. Aber auf jeden Fall, da sind drei verschiedene Crumpets. Und hier sind noch die Kameras. Und da möchte der, ich glaube, der Crumpet möchte auf jeden Fall wissen, wo die ganzen Sloths hin sind. Also, wo ist denn, wo sind die nächsten Faultiere, die einfach weg sind. Es gibt hier sehr viele Pillen. Es gibt hier auch einen Schlafplatz für den Crumpet, was ich leider nicht zumachen kann. Ich dachte, man kann das machen. Man kann hier sehr viele Experimente machen. Und zwar auch, ich glaube, ich frage mich halt einfach nur, was ist das denn eigentlich? Und was ist, wenn ich mich dahin packe? Oh, ich schlafe dort. Vielleicht würde ich das nicht am besten machen, Leute. Aber wenn ihr Bock drauf habt und, weiß ich nicht, ihr vielleicht was anderes noch machen möchtet, Halloween-related, könnt ihr vielleicht mal versuchen, die ganzen Faultiere zu finden. Ich würde sie vielleicht nicht wieder an dem verrückten Wissenschaftler geben. Wissenschaftler, oh mein Gott, was ist das für ein Wort? Warum kann ich das nicht aussprechen? Ich würde es nicht weiter an ihm geben, an dem Crumpet. Ich würde sagen Crumpet. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Und Leute, es gibt in dieser wunderschönen Stadt noch was sehr Cooles. Und zwar in dem Courthouse, also Gerichtssaal, gibt es ganz, ganz links, also wenn man nach ganz, ganz links geht, gibt es einen Müll. Es gibt Müll, ja, Leute. Aber dort befindet sich was. Und zwar eine, weiß ich nicht, ist es ein Superheldenkostüm gefüllt? Ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Das sieht extrem komisch aus, aber so möchte ich eigentlich nicht aussehen. Aber Leute, wir brauchen da tatsächlich nur diesen wunderschönen Stein. Also das ist ein schwarzer Stein. Und Leute, also wirklich, wenn es dunkel ist, wenn es komplett dunkel ist, dann macht er die ganzen Sachen, die überall in Duckeburg stehen, noch dunkler. Er macht die zu schwarz. Was sehr, sehr gruselig ist. Es gibt auch einen anderen Stein, einen weißen Stein, der halt alles zu weiß macht. Aber wir brauchen das nicht. Wir brauchen jetzt gerade nur einen schwarzen Stein. Und das merkt ihr gerade. Guckt euch das mal an. Ich bin komplett schwarz. Wenn ich den wegnehme, dann bin ich ganz normal. Aber sobald er bei mir ist, wird hier einfach alles komplett schwarz. Das ist richtig krass. Und sogar Schwamm, einfach alles. Alles wird schwarz, Leute. Wie komisch ist das denn eigentlich? Also alle diese ganzen Sachen, die werden schwarz. Und ich auch. Und ich glaube, Nari auch. Also wirklich alles. Alles. Auf jeden Fall ist es sehr gruselig. Und ich würde mal sagen, wir gehen zu dem nächsten Secret. Ich habe gerade Tag gemacht, weil das bräuchten wir erstmal. Und weil ich wollte euch mal ganz kurz was zeigen. Und zwar gibt es eine Emotion in Tokaboka, eine Vampir-Emotion, sagen wir mal so. Es ist eine sehr, sehr komische und richtig gruselige Emotion, weil die uns auf einmal sehr, sehr wütend und so macht, als ob wir gerade was getan haben. Was sehr Schlechtes getan haben. Aber Leute, das ist noch nicht das Gruseligste. Das Gruseligste wird passieren, sobald man Nacht macht. Und ja, jetzt ist es noch nichts passiert. Aber wenn man jetzt diese Emotionen macht. Oh mein Gott. Nachts wird diese Emotion einfach nur zu einer Vampir-Emotion.
Wir kriegen Zähne und wir kriegen gelbe Augen. Wirklich am besten nicht diese Emotion nachts benutzen. Ich würde es wirklich abraten, sonst verwandelt man sich in einen Vampir und das möchte man vielleicht nicht unbedingt haben. Ich würde mal sagen, ich wollte euch mal fragen, ob ihr überhaupt wisst und vielleicht ist es ja was Neues für euch. Wisst ihr eigentlich, dass es in Tokaboka Kürbiskopf gibt? Einen echten Kürbiskopf. Und wie man den herstellt, kann ich es euch zeigen. Ich kann es euch zeigen. Und zwar müssen wir auf diese Location gehen. Das ist quasi ein Supermarkt mit... da gibt es hinten ganz rechts, gibt es eine sehr komische Maschine. Und zwar eine Maschine, die alles Mögliche produziert. Also meistens eigentlich nur was zu essen. Aber Leute, sobald ich diese Maschine anmache und sobald ich hier irgendwas hinstelle, zum Beispiel ein Kürbis, da denkt sich erstmal aus, was ich aus dem Kürbis machen kann. Ich kann aus dem Kürbis einen Kürbiskuchen machen, eigentlich. Macht Sinn. Ist ganz nett, ist ganz lecker. Aber Leute, sobald ich auf Weiter klicke, wir kriegen einen Kürbiskopf. Let's go, Leute. Ich möchte einen Kürbiskopf haben, weil ich meine, das ist Halloween. Das sind die Halloween Secrets und ich habe wirklich einen Kürbiskopf. Oh mein Gott, wie gruselig sehe ich denn eigentlich aus? Leute, auf jeden Fall nachmachen, wenn ihr Bock auf einen Kürbiskopf habt. Und ich habe für euch auch noch ein Secret. Und zwar ist es diesmal in... Es ist verteilt auf verschiedene Ebenen, auf verschiedene Locations. Und zwar ist es diese Welt. Wir gehen erstmal in die Uni rein, also in die Schule, Uni. Und wir müssen da auf jeden Fall ein paar Sachen holen, die wir brauchen für einen Raum, was sich öffnet. Ja, das ist so komisch. Aber Leute, ich glaube, hier gab es ja doch auch was. Muss es mal finden. Und zwar, Leute, wir klicken auf diesen wunderschönen Knopf hier. Wir kriegen hier einen Crumpet, einen sehr alten Crumpet. Aber nicht nur das, Leute. Wir kriegen hier eine sehr komische Ampulle. Hier steht noch irgendwas Handgeschriebenes. Ich kann das nicht verstehen. Aber, okay, ein Kürbiskopf muss, glaube ich, weg. Ich gebe es einen anderen Charakter, aber nicht mir. Wir haben diese sehr, sehr helle grüne Neonampulle. Und jetzt gehen wir in eine andere Location und wir finden da noch auf jeden Fall eine. Und zwar gehen wir in die WG. Da gibt es auch eine, warum auch immer. Ich weiß nicht, wer die gestohlen hat und warum diese Person die überhaupt sie hat. Leute, in der WG gibt es hier ganz unten, ich glaube, das ist von dieser Person. Ich weiß nicht, was du überhaupt, was machst du, warum hast du die überhaupt? Aber wir haben jetzt diese, ich sag jetzt mal, eine Ampulle oder so ein Leuchtstab, kann das auch sein. Und jetzt gehen wir in eine Location daneben, also die neben der WG ist, ich weiß es nicht, es ist, glaube ich, WGs Café, so ein Uni-Café, Uni-Platz mit ein paar, weiß ich nicht, mit einer extra Fläche. Leute, wisst ihr, wofür eigentlich diese Ampullen da sind? Erstens muss ich euch mal zeigen, dass man hier hinten diesen wunderschönen Sachen, die man hier alles hat, hat man, ich glaube eigentlich mehr, 3 Ziegelsteine, die man anklicken soll. Und jetzt hier gibt es einen extra Raum, was auch extrem komisch ist. Hier sind irgendwelche Handys, hier irgendwelche Noten, also hier passiert irgendwas. Ich habe gar keine Ahnung, irgendwas mit Robotern, richtig, richtig komisch. Und diese Ampullen brauchen wir jetzt, weil diese Ampullen... Da wird auf jeden Fall was passieren, Leute. Das wird auf jeden Fall was passieren. 1 haben wir. 2 haben wir. Jetzt müssen wir nur noch blau und rot finden. Meine Frage ist gerade, wo ist das? Wo sind die denn? Ich frage mich, vielleicht sind die irgendwo hier oder so. Vielleicht irgendwo hier versteckt zwischen den ganzen Sachen. Das muss ich erstmal finden, Leute. Okay, Leute. Die eine Ampulle befindet sich oben. Rechts.
Ganz oben. Ich habe sie gefunden. Wir stecken die hier hin. Und die rote Ampulle war die ganze Zeit auf dem Tisch. Ich habe sie leider nicht gesehen. Bin ein bisschen so blöd. Aber ist auch egal, Leute. Wir öffnen jetzt und wir haben einen Hebel. Was jetzt? Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Und wir kriegen da was extrem Komisches. Und ich weiß nicht, was das ist und warum. Wir kriegen einen Roboter. Einen Roboter. Ja, Leute, ich habe jetzt einfach nur einen extra Roboter mit mir, was eigentlich extrem gruselig ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das überhaupt so ist und warum. Aber haben wir jetzt gekriegt. Finde ich ganz toll, Leute. Auf jeden Fall, wenn ihr noch Bock habt auf weitere Halloween gruselige und mystische Secrets in Tokaboka, dann schreibt's gerne unten die Kommentare rein. Sonst, Leute, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!